Grundsätzlich kann man sagen, bei der Konzernversicherungskammer steht auch während der Corona-Krise als vertrauensvoller Partner an der Seite seiner Kunden. Innerhalb kürzester Zeit ist es uns gelungen, über 80% der arbeitenden Mitarbeiter über alle Standorte hinweg über Homeoffice arbeiten zu lassen. Das heißt, uns ist wichtig, dass man für die Vertriebspartner, für die Kunden auch in diesen schwierigen Zeiten als verlässlicher Partner einerseits zur Verfügung stehen und andererseits unsere hohen Services auch zu bieten und zu garantieren. Für uns als Maklervertrieb Kranken hat sich natürlich viel verändert. Wir haben keine Präsenztermine, aber wir haben rechtzeitig bereits Anfang April über Newsletter an unsere Vertriebspartner kommuniziert, dass wir über mobiles Arbeiten den hohen Service und die Servicestandards weiterhin garantieren können. Das heißt, wir wollen in diesen schwierigen Zeiten für die Vertriebspartner da sein und nehmen deren Belange und deren Belange der Kunden sehr, sehr ernst. Für Vertriebspartner möchte ich explizit folgende drei Aspekte beleuchten. Der erste Punkt, wir sind starker Partner und wollen, wie ich vorher schon gesagt habe, durch Kommunikation den Partnern zeigen, wir sind für sie da. Der zweite Aspekt, das Thema Information. Der dritte Aspekt, das Thema digitale Services. Die beiden zuletzt genannten Aspekte möchte ich gerne noch etwas intensiver beleuchten. Information, uns ist es wichtig, dass wir rechtzeitig umfangreich kommuniziert haben. Und wir haben auf unserer Homepage eine Landingpage Corona eingerichtet, um dem Vertriebspartner einerseits umfangreich Information zu geben und andererseits auch über unsere Unterstützungsmaßnahmen zu informieren. Diese Corona-Sondernews-Homepage ist erreichbar unter www.versicherungskammer-makler.de. Zusätzlich informieren wir regelmäßig über Facebook und über unseren Blog, damit alle wichtigen Informationen aktuell an unsere Vertriebspartner gelangen können. Zum Thema digitale Services gilt es für uns, folgende Themen zu benennen. Wir bieten Online-Abschlusstools, das heißt, der Großteil oder fast alle unserer Zusatzprodukte sind online abschließbar. Wichtig für uns ist auch das Thema elektronische Unterschrift, weil im digitalen Prozess oder im digitalen Zeitalter spielt natürlich das Thema digitale Unterschrift eine große Rolle. Wir haben vor einigen Monaten alle Formen der digitalen Unterschrift, ich möchte hier explizit nur Adobe Sign, InSign und Signotech erwähnen, alle diese Formen der elektronischen Unterschrift haben wir freigegeben. Weiterhin spielt natürlich beim digitalen Aspekt auch das Thema Webinare, Online-Wissenstransfer eine wichtige Rolle. Wir bieten unseren Vertriebspartnern Webinare zu fachlichen Themen, zu Vertriebsthemen an. Liebe Vertriebspartner, nutzen Sie diese Themen. Sie bekommen natürlich auch selbstverständlich die Bildungsgutschriften gut geschrieben. Weiterhin als letzten Punkt möchte ich zum Thema digitale Services unsere digitale Maklerwerkstatt erwähnen. Wir bieten die digitale Maklerwerkstatt online an. Das heißt, wir bieten 8 spannende Expertenbeiträge zu Themen wie Online-Marketing, Pflegeversicherung, Bipro und digitaler Vertrieb. Nutzen Sie die Möglichkeiten und melden Sie sich zur digitalen Maklerwerkstatt an. Informationen dazu finden Sie unter www.maklerwerkstatt.com. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Ja, für das waren die Services, die wir für unsere Geschäftspartner anbieten. Natürlich haben wir auch, und das war der zweite Teil Ihrer Frage, Herr von Essen, was bieten Sie für Kunden? Auch für Kunden möchte ich explizit einige Themen herausgreifen. Uns ist wichtig, in Zeiten der Corona-Krise den Kunden eine digitale Sprechstunde anzubieten. Das heißt, es ist ein expliziter Service, den wir zum Coronavirus anbieten. Was steckt dahinter? Der Kunde vermutet, er ist von Corona infiziert. Das heißt, wir als Gesundheitspartner,
die Versicherungskammer Bayern bzw. die Union Krankenversicherung bieten den Kunden in Kooperation mit der Teleklinik ein kostenloses Arztgespräch via Telefon, Chat oder Video an. Mehr Informationen zu diesem Thema können Sie der Homepage der Versicherungskammer Bayern unter www.vkb.de oder auf der Homepage der Union Krankenversicherung unter www.ukv.de finden. In diesen schwierigen Zeiten bieten wir aber auch Kunden, die aufgrund von Corona in Liquiditätsengpässe kommen, entsprechende individuelle Lösungen zur Regelung des Versicherungsschutzes an. Wir haben beispielsweise hier auch den letzten Mahnlauf ausgesetzt. Zusätzlich möchte ich noch ein häufig genutztes Medium erwähnen, und zwar die Coronavirus-FAQs. Wir haben in diesen FAQs die wichtigsten Fragen zur Reisekostenrücktrittsversicherung und zur Auslandsreisekrankenversicherung beantwortet. Wie gesagt, es waren jetzt explizit einige Services, die wir für Vertriebler, für Vertriebspartner, aber auch für Endkunden anbieten. Wie wir vorher bereits festgestellt haben, finden weder von uns noch vom Makler Präsenztermine statt. Das führt in aller Regel zu einem Zeitgewinn. Und Zeitgewinn ist erstmal positiv, wenn man diesen Zeitgewinn für sich strategisch, unternehmerisch, gewinnbringend einsetzt. Ich habe folgende drei Empfehlungen. Die erste Empfehlung für Vertriebspartner: gehen Sie aktiv auf Ihre Kunden zu. Warum? Das aktive Zugehen hat unterschiedliche Aspekte. Es gibt Kunden, die haben finanzielle Probleme und diese Kunden wollen individuelle Lösungen. Diese Lösungen wollen sie mit einem qualifizierten Partner, mit einem qualifizierten Makler besprechen. Der zweite Aspekt: es gibt aber auch Kunden, die von Corona wenig bis gar nicht tangiert sind, beispielsweise die Zielgruppe der Beamten. Die Beamten wollen mit dem Vertriebspartner jetzt auch über finanzielle Absicherungen sprechen. Und der dritte Aspekt, ich denke mal ganz, ganz wichtiger Aspekt: wenn Sie, liebe Vertriebspartner, aktiv auf Ihre Kunden zugehen, verspürt der Kunde, der Makler hat ein langfristiges Interesse an einer Kundenbeziehung mit mir, und es wird Ihnen der Kunde danken und entsprechend honorieren. Der zweite Aspekt, den ich Ihnen, die zweite Empfehlung, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte, ist das Thema Digitalisierung. Analysieren Sie, wie stark sind Sie bezüglich der digitalen Welt ausgerichtet. Ich empfehle Ihnen dringend, das Thema Digitalisierung der Beratungsprozesse als oberste Priorität zu fokussieren und für eine fallabschließende Online-Beratung zu sorgen. Der dritte Aspekt, den ich Ihnen, oder die dritte Empfehlung, die ich Ihnen gerne geben möchte: nutzen Sie die Zeit, bieten Sie in Corona-Zeiten den Kunden spezielle Beratungsgespräche an, beispielsweise den Corona-Check. Das heißt, Aktivismus ist in dem Fall aus meiner Sicht das richtige Rezept, auf die Kunden, wie gesagt, zuzugehen. Fakt ist aus meiner Sicht, dass jede Krise trotz vieler offensichtlicher Schwierigkeiten auch Chancen bietet. Wir stellen fest, das Angebot an Online-Beratung, an Webinaren wird stark nachgefragt. Wir stellen auch fest, dass sich viele Makler mit dem Thema Online-Beratung beschäftigen. Aus meiner Sicht wird es hier einen Wandel geben. Der Kunde, der heutige Kunde, ist ein sogenannter hybrider Kunde. Der will einerseits die persönliche Beratung, aber andererseits auch die digitale Beratung. Und hier ist es wichtig, sich mit diesen Themen intensiv zu beschäftigen. Und aus meiner Sicht wird es auch zu einer Veränderung in der Assekuranz führen. Positiv, denke ich mal, wird auch sein, dass Corona dazu führen und Auslöser sein wird, dass die Arbeitswelt auch im Finanzleistungsbereich, im Finanzleistungssektor analysiert wird. Ich spreche nur zwei Bereiche an: Arbeitszeitmodelle und Arbeitsplatzmodelle.
häufig in den Medien liest man in den letzten Tagen das Thema Desk-Sharing. Ich denke, hier wird es zu entsprechenden Veränderungen auch in der Arbeitswelt und in den Arbeitszeitmodellen in der Finanzdienstleistungsbranche kommen.